Es gibt Menschen, die 30 Jahre darauf gewartet haben, dies hier wiederzusehen. Auch wenn es nie wieder so sein wird wie damals, 1983. Als ein junger, talentierter Mann einfach so schnell fährt, wie er will. A young man with all those skills go out and just drive as fast as he wants. Die 611, die sind außerirdisch. Das war schon ganz beeindruckend. Ganz beeindruckend also, was der Jüngste im Porsche-Werksteam da hinlegt. Er fährt die 10, 15 Jahre älteren, erfahreneren Piloten in Grund und Boden. Deklassiert sie mit einer Leichtigkeit, die noch heute fassungslos macht. Der war eine Frohnatur im Grunde. Und wir hatten einfach, mit ihm zusammen zu sein, war nie stressig. Ne? Außer er fuhr viel zu schnell. He was a happy person. Er war fröhlich. Alle mochten ihn sehr, sagt Co-Pilot Derek Bell. Blödeleien damals vor dem Qualifying am Nürburgring. Stefan Belloff und sein persönlicher Renningenieur Klaus Bischoff haben was ausgeheckt. Für jedes Rennen haben wir uns was Besonderes vorgenommen. Und wir haben hier auf der Nordschleife einmal gesagt, hier schreiben wir mal eine richtige Geschichte, gell, und zeigen, wo der Hammer hängt. 6 Minuten, 11 Sekunden und 13 Hundertstel. So schnell ist die Nordschleife niemand gefahren. Vorher nicht, nachher nicht. Der Blickkontakt zwischen Bischoff und Belloff spricht Bände. Es braucht einige Zeit, bis alle verstehen, was da eigentlich passiert ist. Gibt es Rivalitäten im Team, fragt der Journalist nach dem Rekord. Nein, sagt Belloff. Was glauben Sie, was das ist, kontert Maas? So he has more skill than you? Well, he's got more skill than us. Yes, I'm afraid so. Zugegeben, der Kerl ist talentierter, als wir es sind. Nicht nur Fans sind gekommen in Erinnerung an den Rekord. Auch die Mutter und der Bruder von Stefan Belloff und seine damalige Freundin Angelika. Der Einzige, der fehlt, ist Stefan Belloff. Und hier fehlt er allen. 2 Jahre nach seiner Rekordfahrt ist Stefan Belloff bei einem Rennen in Spa ums Leben gekommen. Das Rennen an der Nordschleife gewonnen haben damals andere, das Team Maas X. In Erinnerung geblieben ist aber dieser sensationelle Rekord von Stefan Belloff, ein Rekord für die Ewigkeit.